So, da bin ich wieder frisch vom Essen. Ach ja. Ja. Ich hab kaum Geld gekriegt. Ich kann es mir tatsächlich gar nicht erlauben, heute noch irgendwas zu machen. Ich muss mich gut vorbereiten. Ich muss mich einfach sehr gut vorbereiten. Warum ist es so kalt heute? Was ist bei euch auch so kalt? Oh Gott. Okay, das hier müsste die Aufnahme für Mittwoch sein. Wir haben gerade eigentlich Sonntag bei mir zu Hause. Bin ein bisschen erkältet, wie ich es eigentlich gefühlt über Monate hinweg bin. Das ist mir ja früher aufgefallen. Also ohne Scheiß, ich bin tatsächlich schon über Monate hinweg erkältet. Das ist ganz ekelhaft. Dementsprechend, ja. Hust und schniefe ich hier manchmal nur so ein bisschen vor mich hin. Räuspere mich auch mal so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Warte, das war ja gar nichts. Dann sind da ja zumindest drei dran. Aber diesmal. Na gut. Gehen wir hier auch nochmal gießen. Eigentlich müsste ich echt viel mehr. Ja, oh Gott, mein Hals, ey, der ist gerade verschleimt. Aber es ist ja komischerweise immer, wenn ich hier gegessen habe. Ich weiß nicht, warum. Und ich habe gerade Mittag gemacht und ich habe keine Ahnung, warum mein Hals immer so verschleimt ist. Leider ist er das irgendwie immer. Ich muss gleich nochmal ein Stück trinken, damit das wirklich besser. Ich glaube ja, dass wir uns so langsam einen Bossfight, einen Endkampf nähern. Aber ich fürchte halt auch, dass der übertriebenst schwer wird. Und, habe ich ein bisschen Schiss vor. Hallo, Linfa. Wie schön, wenn man mit einem Lächeln begrüßt wird. Du bist so eine angenehme Person. Eine Reisende hat mir eine merkwürdige Geschichte erzählt. Sie sagte, dass im Himmel plötzlich eine Insel aufgetaucht ist. Und dass am selben Tag, an dem Chao einen neuen Rekord für die meisten zerbrochenen Teller innerhalb von 24 Stunden aufgestellt hat. Ich sag dir, das ist ein schlechtes Omen. Das, ja. Das befürchte ich allerdings auch. Das. Hey. Eine schwebende Insel. Du musst wirklich gut vorbereitet sein, wenn du sie besuchen willst. Dort ist es nämlich gefährlich. Gut, dass du das weißt. Guck mal, dafür kriegst du... Hallo, wartest du mal. Dafür kriegst du eine Karausche von mir. Nicht schlecht. Ja. Wie weit sind wir eigentlich in unserem... Liebeskarussell hier? Ich glaube, auf Level 10 waren wir schon, ne? Ja, hier, Dillis. Level 10 ist fast voll. Sehr schön. Saguru bin ich schon auf Level 7. Ashu bin ich auch auf Asura Level 8? Wie habe ich das denn gemacht? Eine sehr niedliche Fee. Sie sieht zwar nicht so aus, aber sie beherrscht die Windmagie und liebt es vor allem, Perverslinge zu zerstückeln. Sehr gut. Die gefällt mir. Ein Wolf, der in kalten Gebieten lebt, wild und fast unmöglich zu zähmen. Man muss ihn einfach nur füttern. 97, 77. Nein, ich bleib bei meinem 97er Wolf. Schuh kommt mir überall mit hin. Aber erstmal muss ich jetzt, glaube ich, mich wieder ein bisschen auf meine Landwirtschaft konzentrieren, weil ich... Was habe ich denn da drin? Weil ich Geld brauche. So blöd das auch klingt, aber ich brauche einfach die Kohle. Ach, hallo. Ich habe viele witzige Dinge. Komm, ich preise das mal an. Ich denke heute eher nicht. Dankeschön, du bist mir eine große Hilfe. Ach, Jones. Nicht nur, dass du verheiratet bist, nicht mal was kaufen tust du.
Kampf doch. Ja. Thank you very much. Ich brauche Geld, um mir wieder Dinge leisten zu können. Ich weiß, das Problem hätte ich nicht, wenn ich das alles selber machen könnte. Aber mit diesen Agenten habe ich genug dabei. Take your time. Ja, gut. Ja, ich verkaufe was, ich werde was los. Ich bin aber nur glücklich, dass ich Dinge verkaufe. Nein, heute nicht. Wieso denn heute? Morgen ist es nicht mehr da. Das sollte man den Leuten vielleicht auch mal erklären. Morgen ist das weg. Die unterhalten sich da lustig und ich hab jetzt hier da. Also das ist mir zu anstrengend. Du hast dir wirklich einen guten Ruf gemacht, Savannah. Hä? Ja, ich habe schon von mehreren gehört, dass du alles für diese Stadt gibst. Ich habe sogar eine Reisende sagen hören, dass sie sich darauf freut, Sephia zu besuchen. Ja, du hast Wohlführungstalent. Hast du jemals in Betracht gezogen, eine echte Herrscherin zu werden? Ach, hör auf, ich verdiene dieses Lob nicht. So viel mache ich gar nicht, wirklich. Hör auf? Womit denn aufhören? Ich kann mich erinnern, dass diese Begriffe Führung und Herrschen gefallen sind. Nein, das kann nicht sein. Fräulein Savannah wird den Thron aufgeben? Unmöglich! Diese Verantwortung kann man doch nicht einfach wegwerfen wie einen abgetragenen Mantel. Das werde ich nicht zulassen, nur über meine Leiche. Hast du die Gerüchte über die schwimmende Insel gehört? Wie ist das überhaupt möglich? Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Six mit ihrer Forschung schon so weit waren. Wir müssen diese schwebende Insel aufbrechen und die Six so schnell wie möglich stoppen. Ich brauche deine Stärke, Savannah. Würdest du mir bitte behilflich sein? Ich bin hier so behilflich. Ich kaufe jetzt vor lauter Behilflichkeit, kaufe ich jetzt hier ist keiner. Haben die Mittagspause oder was ist hier los? Hallöchen, dann kaufen wir eben halt zuerst mal Blumen. Das ist auch okay. Absolut kein Geld mehr. Das ist auch sehr nett. Ich habe absolut keine Kohle mehr. Hallo. Hi, Leon. Können wir uns noch mal ganz kurz unterhalten? Leon. Leon. Die Sonne scheint. Ich würde gerne etwas Unterhaltsames unternehmen. Oh, okay, aber wieso starrst du mich dann so erwartungsvoll an? Ich habe ein Gerücht über eine Art fliegende Insel gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass die Technologie schon so fortgeschritten ist. Ich auch nicht. Ich glaube, das hatte keiner von uns. Aber wir lernen ja alle nie aus, ne? Ich bin ja eigentlich neugierig und würde mir das gerne mal angucken, aber ich habe tatsächlich Angst, dass das wieder so ein Punkt ist, wie bei Leon. So, du stirbst dann halt auch tatsächlich. Das fände ich irgendwie nur semi-schön. Daher habe ich tatsächlich beschlossen, das erstmal noch sein zu lassen. Ich habe noch keinen Bock auf Sterben. Deswegen muss ich mich wohl erstmal wieder mit solchen Dingen zufrieden geben. Ich werde zum Schwebenden Reich aufbrechen. Ich denke, das wird der letzte Kampf werden. Warte also nur noch ein bisschen länger. Nur noch etwas länger. Es ist ganz bestimmt nicht morgen, Kerl. Oh, Savannah, hast du schon gehört? Es kursieren Gerüchte über eine schwebende Insel. Wie um alles in der Welt kann eine Insel, eine ganze Insel schweben? Ach, Mann. Was mache ich denn jetzt so lange? Gehe ich jetzt einfach wieder schlafen? Ich kann nochmal gucken, wann hier das nächste Event ist. Wann ist denn hier wieder was los? Morgen. Oh, morgen hat Vinti Geburtstag. Chlorica, Angelfieber, Entfusselfest. Ach ja, das Entfusselfest, das liebe ich.
Illuminata Frühlingsernte fast. Okay, morgen hat Venti Geburtstag, aber ich fürchte, dass sie da nicht so ganz viel von mitkriegen wird. Ja, geh schlafen. Wir müssen da noch ein bisschen uns ein bisschen vorbereiten. Das geht so noch nicht. Wir können so noch nicht kämpfen. Es tut mir so leid. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie schnell kannst du bitte offen einfach so in meinem... Sieh an, du bist jetzt eine echte Profi-Farmerin, Prinzessin. Von dir kann ich noch etwas lernen. Naja, man tut, was man kann, ne? Man tut, was man kann. Ja, ich schmeiß jetzt erstmal alles wieder da rein. Irgendwie macht das für mich gerade mehr Sinn. Warum bewegt sie sich? Achso. Sie wollte sich eben nicht bewegen. Ich habe keine Ahnung. Manchmal passieren hier sehr witzige Dinge. Ach, Venti, alles Gute zum Geburtstag. Ich verkaufe massenhaft Blumen. Ich finde es ja nur ein bisschen schade, dass man aus denen keine Blumenarrangements machen kann, also Blumensträuße oder sowas. Das finde ich auch recht cool eigentlich. Wenn ich jetzt Blumen in die Pfanne lege, werden dann Bratkartoffeln draus. Ach, die Blumen. Kartoffeln natürlich. Das war ich doch für eine Scheiße. Nein, wenn man Blumen in eine Pfanne legt, werden da keine Bratkartoffeln draus. Ah, da habe ich immer wieder super mitgedacht. Ich schmeiß mal eben kurz mit Kartoffeln um mich. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich wäre ja schon sehr neugierig. Mit dem kann ich das ja auch. So. Was geht denn noch so da? Davon habe ich. So, und dann habe ich das hier noch. Das auch noch hier. Ja, hier wusel ich wieder ein bisschen durcheinander. Muss ich auch ein bisschen gucken, was ich überhaupt noch so da habe. Ganz viel habe ich ja leider nicht mehr im Samen. Ich kann jetzt auch leider nicht jedes Mal losziehen, neu kaufen. Weil, wie ihr gesehen habt, bringt mir das gerade nicht so viel Geld, wenn ich es gerne hätte. Eine wird dann noch mitgegossen. Das müsste eigentlich viel mehr Kohle einbringen. Mi. Ich nörgle. Ja, mal gucken, vielleicht kaufe ich vielleicht doch noch ein paar Samen. Ich weiß nicht, wo sie erst eine Kartoffel machen kann.
Das müssen wir ja auch nochmal rausfinden. Und ja, ich könnte da schon mal gucken, aber ich fürchte, das macht mal nicht viel Sinn, wenn ich da jetzt schon hoch teleportiere. Ihr habt ja gesehen, was für Probleme ich beim letzten Mal hatte. Und ich kann mir jetzt zurzeit noch nichts zu essen kaufen. Ich konnte mir noch keine Paraheller kaufen. Und auch wenn ich Schuhe mitnehme, brauche ich was, von dem ich RP-Punkte wieder zurückbekomme. Ah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das, was ich mit diesem Spiel alles vorhabe, noch fertig kriegen soll, bevor der nächste Teil rauskommt. Wir sind bei über 100 Folgen. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Aber es ist halt auch ein extrem langwieriges Spiel. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau die Ahnung, wie viele Stunden ich da jetzt schon dran sitze. Aber es sind ein paar, glaube ich, mittlerweile. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das ist. Ich muss erstmal meinem Mann Hallo sagen. Mein Männle, wo steckt der? Hi! Still ist wieder baden gegangen. Oh je, was machen wir denn jetzt? Stimmt etwas nicht? Wir würden gerne Blumen kaufen, aber wir wissen nicht, wo sich der Blumenshop befindet. Oh, der Blumenshop ist hier. Selfia Melodienstraße. Oh, wirklich? Ich kann euch zeigen, wo das ist, wenn ihr möchtet. Nein, nein, ist schon okay. Wir finden das schon selbst. Das war wirklich sehr lieb von dir. Dankeschön. Aha. Meine Güte, hast du mich erschreckt. Aus welchem Busch bist du denn gesprungen? Vulkanen? Es tut mir leid, ich weiß nicht, wer dieser Vulkanen sein soll, von dem du sprichst. Ich bin einfach nur ein Reisender. Ja, ein gewöhnlicher Reisender. Ich würde gerne die großartige Burg der Lady Ventusville besuchen. Könntest du mir den Weg weisen? Ist alles in Ordnung? Es ist nicht. Zur Burg geht's da lang. Du kannst sie von hier aus sehen. Ah, da drüben. Verstehe. Danke vielmals. Die Bewohner dieser Stadt sind so großzügig. Ich bin sicher, hier regiert eine sehr hingebungsvolle Prinzessin. Hä? Hallo, Leon. Ich war so erstaunt, als ich Pico zum ersten Mal gesehen habe. Ich dachte, dass es Geister nur in Geschichten gibt. Leon, du warst da mal ein Priester, oder? Da solltest du eigentlich an sowas glauben. Er ist nicht hier. Das ist verstörend. Wo bist du? Ach, da unten. Der angelt schon wieder. Also, warum wundert mich das nicht? Oh, jemand hat hier Müll fallen gelassen. Okay, und hier auch. Ich dachte, ich hätte da drüben Müll aufgesammelt. Dir ist es also aufgefallen, aber wie ich sehe, hast du kein einziges Stück Müll übersehen. Du hast anscheinend noch nicht deinen ganzen Enthusiasmus verloren. Na toll. Ich mag die Dose da echt nicht liegen haben. Es ist aber ein Fehler. Hallo. Hallo. Was? Du hast da was an den Stocher. Ich möchte ihn berühren. Ich möchte ihn befummeln. Was? Huch! Was in aller Welt? Was geht denn hier vor sich? Ich mach doch nur Spaß. Was wäre bei dem anderen passiert? Nicht bewegen. Hey, was machst du denn da? Du hast doch was in den Haaren. Ich hab's gleich. Okay. Du bist so nah. Okay. Weißt du, du bist so empfindlich. Huch, Schatzi. Oh Gott, ich bin... Er ist so süß. Ich mag ihn wirklich ganz doll. Ach, Dill, es ist so süß. Das ist ganz, ganz schlimm. Was mache ich denn jetzt mit dieser blöden Dose? Wegbrennen. Dose bringe ich jetzt hier hin. Habe ich da jetzt echt nur eine Dose von? Ja, Gott sei Dank, oder? Will ich eben geraten, das haben wir so wie eine Dose, das sind wir ausgeflippt. Als der Vulkan sowas macht man nicht.